Ja, hallo meine lieben Zuseher, schön, dass du heute hier wieder mit dabei bist zu diesem dritten Teil, wie man gerade während Corona den Fokus auf das behält, was man wirklich, wirklich will. Ja, das schauen wir uns heute bei einem ganz speziellen Punkt eben an. Doch bevor wir uns diesem wichtigen Punkt widmen, wisst ihr eh, zuvor kommt das Intro. So, meine lieben Freunde, meine lieben Zuseher, da bin ich wieder, Geo Sixt von Geo Leben TV, bewusst gesund bei Geo. Ja, es gibt ganz etwas Entscheidendes, mit dem man wohl immer wieder zu tun hat, gerade eben auch in Corona-Zeiten. Doch vorher wiederholen wir uns einfach nochmal kurz die Punkte 3 und 4 vom zweiten Teil dieser Reihe. Der Punkt Nummer 3 hat eben damit zu tun, dass man immer wieder in Versuchung kommt, sich mit allen möglichen Dingen einfach zu beschäftigen, weil eben die Ablenkung mit Google und Co. riesengroß ist. Ja, einmal tut man schon ein bisschen weiter, ist man komplett woanders, hat es total übersehen und anstelle komplett was anderes gesucht oder eben auch getan, was man eigentlich beabsichtigte. Also viel zu viel Zeit zu verplempern mit Dingen, mit Wissen, was dich nicht wirklich deinem Ziel, dem, was du wirklich, wirklich willst, weiterbringt. Der vierte Punkt vom zweiten Video war, dass man eine Tagesroutine etablieren, aufbauen sollte und zwischen Tagesroutine und Tagestrott einfach unterscheiden lernt. Ja, in dem Sinne kommen wir dann auch während Corona, während schweren Zeiten dem näher, wesentlich näher, was man wirklich, wirklich will. Und vor allem, man lässt sich nicht so leicht ablenken von den sogenannten Ablenkungen. Ja, gut, jedoch jetzt aber zum wichtigen Punkt dieses Videos, der da lautet: Fokussiere ich auf das Problem, zum Beispiel eben auf Corona, oder fokussiere ich auf das, was ich wirklich, wirklich will? Das ist das Entscheidende. Das ist eben auch eine Entscheidung, die man hier treffen will. Gehe ich Richtung Corona, dem Problem, oder schaue ich dahin, wo ich wirklich hin möchte? Ja. Das ist einfach die entscheidende Frage, der wir uns jetzt einfach auch zuwenden, weil es ist halt einfach nicht so leicht. Wir sind so angelegt, dass wir immer wieder genau dahin schauen, wo es uns schmerzt, wo es uns einfach wehtut. Ja, seit 8 Monaten sind wir nun aber alle miteinander in einer Situation, die wir uns wohl in den schlimmsten Träumen wirklich nicht vorstellen hätten können. Ja? Diese Situation ist an und für sich für jeden unglaublich belastend, ja? Auch wenn man es oft gar nicht so wahrnimmt. Am belastendsten ist aber offensichtlich das Unwissen darüber, ob und wann wir wieder ein relativ normales Leben führen können. Ja? Anstatt der erhofften Entspannung scheint es immer wieder noch mal schlimmer zu werden, siehe eben jetzt zweiter Lockdown. Und das ist eben sehr, sehr belastend, das ist überhaupt keine Frage. Das Gefühl der Ohnmacht, des Nichtstun-Könnens ist überhaupt eins der schlimmsten Dinge für Menschen, die einfach gerne etwas weiterbringen. Und dieses entsteht und das erzeugt dann einfach Stress, chronischen Stress, den wir dann im Laufe der Zeit gar nicht mehr als solchen wahrnehmen. Und Stress und nichts tun können, das macht eben auch Angst. Ja? Ich verstehe das schon, wenn jemand plötzlich von einem Tag auf den anderen seine wirtschaftliche Grundlage verliert, ohne dass dieser jemand für diesen jetzigen Zustand etwas dafür kann. Ja? Das ist natürlich ein tiefgehender Schock. Schock ist es immer dann, wenn man einer Situation ausgeliefert ist, wo man überhaupt nichts machen kann. Ja? Und später schließt sich dann eben auch die Angst diesem Schock an und diese Angst, die ist natürlich dazu da, um eben etwas auszulösen, um hier eben eine Reaktion von uns hier hervorzurufen. Die erzeugt dann eben Stress. Stress erzeugt dann eben eine Reaktion und die Reaktion bleibt aber dann aus. Ja? Bei Angst werden eben nun auf lange Sicht die Stresshormone Cortisol, Adrenalin, Noradrenalin und noch einige andere ausgeschüttet und welche auf Dauer den Körper, den Organismus einfach schädigen. Das heißt chronischer Stress und chronische Krankheit. Ja? Was ist dabei die hauptsächliche Reaktion der Menschen bei Stressreaktionen? Die erste Möglichkeit ist, sie laufen davon, einfach davonlaufen, versuchen
aus der Gefahrenzone zu kommen. Das kann manchmal funktionieren, auf Dauer funktioniert Davonlaufen wahrscheinlich nicht. Die zweite Möglichkeit ist dann einfach zu erstarren. Ja, einfach stehen zu bleiben, ich sehe nichts mehr, ich nehme nichts mehr wahr. Diese Menschen bauen quasi so einen Kokon um sich auf und spüren das Außen nicht mehr. Ja, bedeutet eben komplette Handlungsunfähigkeit. Ja, man hofft, dass man quasi nicht gesehen wird. Die dritte Möglichkeit ist dann der sogenannte Kampfmodus. Ja, denen werde ich es schon zeigen, das lasse ich mir nicht gefallen, die kommen mir nicht ins Haus. Ja, Donald Trump wird es euch dann auch noch zeigen und so weiter und so fort. Also das ist so mehr der verbale Kampfmodus natürlich. Ja, in allen drei Fällen versucht man die Gefahr abzuwenden. Gelingt das nicht, macht man sich auf Ursachenforschung in der Hoffnung, die Ursache und somit den Problemzustand zu beseitigen. Das Problem jedoch ist, dass niemand die Ursache ausfindig macht, ja? Dass nicht einmal die Millionen von Ursachenforschern auf eine einfache Lösung kommen können, so wie es eben in den Medien ist. Das sind ja unglaublich viele Menschen, die hier forschen und suchen und schauen, wo denn die Ursachen sein könnten. Ja? Das geht einfach nicht. Das Problem mit Corona ist einfach viel zu komplex, als dass man hier auf eine Lösung, vor allem auf eine schnelle Lösung kommen könnte. Und trotzdem versucht es ein jeder immer und immer wieder. Warum es ein jeder immer und immer wieder versucht, ja, das ist verständlich, das hat mit dem Kohärenzgefühl, mit der Kohärenz. Ja, das Kohärenzgefühl ist so in etwa das Gefühl, das wir mit uns und unserer Umwelt haben. Ja, wenn wir uns also mit uns und dem, was uns so umgibt, unseren Bedürfnissen, was wir so machen können, wie wir auf die Welt so reagieren können, wenn wir uns damit gut fühlen, wenn wir hier sozusagen sagen, eine gute Selbstwirksamkeit aufgebaut haben, dann ist das Kohärenzgefühl gut, ja? Und es gibt nicht viel Handlungsbedarf, etwas zu tun oder zu verändern. Ist das Kohärenzgefühl jedoch aus dem Ruder, also schlecht, so passiert Folgendes. Unser Gehirn möchte diesen inkohärenten Zustand beseitigen, ja, und sucht deshalb nach schnellen Lösungen. Da im Fall Corona das Thema viel zu komplex ist, um schnelle Lösungen zu finden, nimmt man Lösungen, die zwar keine sind, jedoch für kurze Zeit einfach beruhigen. Ja. Sich zum Beispiel Videos anzuschauen, die zum Beispiel Hoffnung verbreiten oder Videos über Rechtsanwälte, die aufzeigen, wie ungerecht und rechtsverletzend das Ganze einfach ist, oder Videos über Wissenschaftler, die sagen, dass das alles halt nicht wissenschaftlich ist. Liebe Zuseher, jetzt nicht falsch verstehen. Ja, es geht mir jetzt nicht um falsch oder richtig, sondern aufzuzeigen, welche Dynamik da in unserem Gehirn entsteht. Jedes Video ist immer wieder eine kurzzeitige Befriedigung, ist fast wie mit Sucht. Auch da ist jede Droge, jede Handlung nur eine kurzfristige Befriedigung. Ich bringe das nur, um zu verdeutlichen, warum man sich so schnell und leicht in eine Richtung begibt, die niemanden glücklich macht und schon gar nicht in die Richtung, was du eigentlich wirklich willst. Ja, und die Botschaft ist jetzt, dass es niemanden weiterbringt, sich immer nur mit dem Problem zu beschäftigen, dass das erschöpft macht und macht krank, vor allem, wenn man sich nicht konstruktiv mit dem Problem beschäftigt. Also wenn man sich in einem inkohärenten Zustand befindet, versucht das Gehirn das auszugleichen und dann nimmt es halt jede mögliche Lösung daher, damit man eine kurzzeitige Verbesserung des Zustands einfach erwirkt. Natürlich kann man sich Videos ansehen, kann man auf Demos gehen, kann man alles Mögliche machen, auch in Hungerstreik gehen, wenn es wirklich konstruktiv ist. Das ist der entscheidende Punkt. Wenn man nicht in dem Lammer, in dem Jammertal drinnen ist, wo man einfach das Ganze nur noch macht, um zu jammern, und man kommt einfach nicht weiter und man verstrickt sich, man verpluppert sich quasi immer mehr im Sumpf und man schaut sich am Tag 100.000 Videos an und dieses und dann immer wieder und man merkt eh immer wieder, man wird enttäuscht. Dann kommt wieder was und dann ist es der Donald Trump und dann ist es da sowieso und ich weiß nicht, zum Schluss ist es vielleicht auch Mickey Mouse, die einem dann Hoffnung gibt und man verpluppert sich immer mehr in diesem Jammertal. Ja. Doch
Hier muss man, wie gesagt, einfach aufpassen, sich permanent nur mit negativen Schlagzeilen zu beschäftigen, macht einen selbst negativ und krass kraftlos. Das ist klar. Ich meine, die Energie folgt immer der Aufmerksamkeit. Ja? Folge ich der schlechten Energie, ist es einfach schlecht für mich. Folge ich der guten Energie, ist es gut für mich. Ja? Konstruktiv zu sein, das zu tun, was einen weiterbringt. Alles andere ist schierer Konsum, das ist Gewohnheit und Abhängigkeit und kurzzeitige Stressentlastung, ja, zu bekommen und bringt einen einfach immer nur weiter in die Unlust, in das Unmotiviertsein und zum Schluss in die totale Depression und man will überhaupt nichts mehr machen. Aber ihr dürft es nicht falsch verstehen. Natürlich darf man sich Videos anschauen, man darf ein Stück Kuchen essen, wenn man es mit dem Essen haben will. Man darf einfach Genuss haben, ja, aber das sollte Genuss sein und das sollte eben nicht die Gewohnheit sein, sich tagtäglich mit diesen Dingen zu füttern. Ja, es geht nicht darum, dass einem Corona egal sein sollte. Nein, im Gegenteil, wenn du persönlich weiterkommen möchtest und auch einen Beitrag in die Gesellschaft leisten möchtest, dann ist es wichtig, dass du stark und kräftig bist, dass du weißt, was du willst und danach handelst. Und das gelingt in erster Linie zuerst, wenn du ganz direkt für dich sorgst und nicht darauf hoffst, dass es dir erst wieder besser geht, wenn uns irgendjemand gerettet hat. Das wird nicht geschehen und macht auch ganz krass abhängig. Ja? Ein neues Zeitalter wird wohl gerade eingeläutet und das braucht dich. Ja? Das braucht jeden Einzelnen in dieser Gesellschaft. Also mache dir das klar, zu jammern, zu hoffen, dass Rettung kommt, bringt dich, bringt uns einfach nicht weiter. Konzentriere dich auf dich, auf das, was du willst. Vielleicht ändern sich deine Prioritäten in diesen Zeiten. Vielleicht gibt es verborgene Chancen, die jetzt hier auf dich warten. Wer weiß, ja? Vielleicht ist da ganz was anderes drinnen in dieser Zeit, als man sich noch vor einem Jahr hat vorstellen können. Ich weiß, wir haben alle große Befürchtungen, große Unsicherheiten und wir sind zum Teil einfach nicht vorbereitet, obwohl sowohl die spirituelle sowie auch die Finanzszene schon lange von einem sogenannten Paradigmenwechsel einfach spricht, von der neuen Zeit. Und jetzt ist diese neue Zeit offensichtlich da und eben nicht in Watte gehüllt. Aber natürlich ist es auch eine Frage der Bewertung für diese Corona-Sache. Welche Bewertung du dem Ganzen gibst, bewertest du empirisch, also aus deiner Erfahrung heraus? Und das sind dann meist auch negative Erfahrungen, die man da einfließen lässt. Oder bewertest du aus der Zukunft heraus mit Modellrechnungen oder eben in der Gegenwart. Aber auch das ist ein Punkt, die Bewertung, über die wir in einem anderen Video sprechen werden. Doch jetzt im Augenblick ist entscheidend zu erkennen, dass die Zeit des Trauerns und Jammerns vorbei sein könnte und sich dem zu widmen, was man wirklich, wirklich will und welche Chancen sich aus dieser ganzen Situation ergeben und vor allem machst. Ja, das ist das, was jetzt wichtig und richtig ist. Ja, bezüglich dem Angstthema gibt es ein Video, das als nächstes kommen wird, ja, und auch eben zur Bewertung. In diesem Sinne, die Entscheidung ist, deine Entscheidung ist nahe, ja. Freue dich darauf, du darfst dich dem widmen, was du wirklich willst in dieser Zeit. In dieser Zeit ist es unglaublich wichtig, sich dann wirklich den Dingen zu widmen, die uns alle wieder weiterbringen. So ist es einfach, ja. In diesem Sinne, ich freue mich auf euch. Lasst mir einen Daumen hoch da, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Ja, wir sehen uns beim vierten Teil dieser Serie, was du während Corona machen kannst, wie du den Fokus eben auf das behältst, was du wirklich, wirklich willst. Dein Geo. Baba, ciao, tschüss und servus.